Hier in diesem Haus in Kassel endete die bundesweite Dönermordserie. Es ist der 6. April 2006, als Halid Yozgat in seinem Internetcafé an der Holländischen Straße 82 vermutlich am Empfang steht. In den Hinterräumen sitzen drei Männer, surfen im Internet, telefonieren. Gegen 17 Uhr muss es gewesen sein, als der Täter das Café betrat. Die Waffe, eine Cesca vom Typ 83, Kaliber 7,65, bestückt mit einem Schalldämpfer. Der Täter zielte auf den 21-jährigen Halid Yozgat und schoss ihm in den Kopf. Die Pistole steckte dabei in einer Plastiktüte. Dann flüchtete er, unerkannt, wie in allen anderen Fällen der Mordserie auch. Wenige Minuten später findet der Vater von Halid Yozgat seinen Sohn, der am Boden liegt. Der Notarzt kann dem jungen Mann nicht mehr helfen. Einer der drei Männer, die zu dieser Zeit im Internetcafé waren, habe einen dumpfen Schuss gehört, sagte er kurz darauf der Polizei. Wegen des Straßenlärms habe er dem aber keine Bedeutung beigemessen. Auch die beiden anderen Männer konnten der Polizei keinen Hinweis geben. Alle drei wurden wenige Tage nach der Tat vom Verdacht enthoben. Am 21. April, gut zwei Wochen nach dem Mord, geriet ein Mitarbeiter des hessischen Verfassungsschutzes ins Visier der Polizei. Der Mann aus Hofgeismar war kurz vor der Tat noch im Internetcafé von Halid Yozgat. Privat, wie er der Polizei damals sagte, 24 Stunden nach seiner Festnahme wurde er wieder freigelassen. Heute, nachdem sich herausgestellt hat, dass ein Neonazi-Trio aus Thüringen hinter der Mordserie stecken könnte, rückt auch der mittlerweile ehemalige Mitarbeiter des Verfassungsschutzes wieder ins Rampenlicht. Warum war der Mit-40er aus Hofgeismar kurz vor der Tat im Internetcafé? Was weiß der Verfassungsschutz über die Mordserie und den Kasseler Fall? Diese Fragen müssen nun geklärt werden.